Morgen, Frau Gamadis. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen? Danke, gut. Ja. Gestern hatten Sie Berufsschule? Ja. Ja, und wie war's? Ja, war gut. Ja? Wir haben wieder ein paar Dinge neu gelernt. Was denn? Ja, in Sachen Elektronik. Ja? Ja, okay. Sie wundern sich mit Sicherheit, warum ich Sie heute in den Schulungsraum gebeten habe und nicht unten in der Werkstatt, dass wir uns da getroffen haben. Ja. Und zwar haben Sie das vielleicht in den Medien gelesen heute Morgen oder im Radio gehört, was passiert ist? Nein, leider nicht. Nicht, ne? Und zwar im Nachbargelände bei Thyssen hat es einen schweren Arbeitsunfall gegeben im Elektrobereich. Und da ist ein Kollege von Ihnen tödlich verunglückt. Und so wie es aussieht, teilweise durch Eigenverschulden, weil einfache Sicherheitsregeln nicht beachtet worden sind. Und das ist sehr bedauerlich, ja. Ja, und das liegt mir doch sehr am Herzen, dass wir diese Sicherheitsregeln einmal durchsprechen. Und deswegen schieben wir das einfach mal ein bisschen jetzt dazwischen. Das war eigentlich erst für 3 Monate dann angesetzt. Und da reden wir dann jetzt mal eben drüber. Okay. Ja. Stellen Sie sich mal vor, Frau Gamadis. Sie bekommen Anruf in Ihrer Bude. Anlage ja. C steht durch einen elektrischen Ausfall. Und Sie werden dorthin gerufen, kommen jetzt dort an. Was würden Sie als erstes überhaupt machen, bevor Sie mit Arbeiten beginnen? Haben Sie da schon eine leichte Vorahnung? Bevor ich mit meiner Arbeit ja. beginne? Die Situation war nochmal wie folgt. Ja, Sie werden gerufen zu einem Störungsfall, weil die elektrische Anlage steht. Und Sie kommen ja jetzt dort an und Sie wissen ja gar nicht, was ist überhaupt los. Was ist kaputt? Ne? Sie sind ja gerade erst angekommen. Und eine der 5 Regeln, beziehungsweise die erste, ist erstmal freischalten, beziehungsweise die Anlage wird ausgeschaltet. Ja? Okay. Das ist das Erste, was Sie generell machen. Sie kommen dorthin und schalten die Anlage ab. Okay. So. Der zweite Schritt, den Sie gehen, ist erstmal dann gegen Wiedereinschalten absichern. Okay. Ja? Wenn Sie jetzt zum Beispiel die Anlage abgeschaltet haben, und Sie gehen jetzt 30, 40 Meter weiter, dort, wo Sie erstmal arbeiten wollen oder müssen, wissen Sie ja nicht, ob einer kommt und das einfach wieder einschaltet, weil er davon nichts weiß, von dieser Störung. Okay. Also müssen Sie es gegen Wiedereinschalten absichern. Und gegen Wiedereinschalten absichern können Sie zum Beispiel, indem Sie den Hauptschalter verschließen. Der ist ja in einem Kästchen drin. Abschließen und den Schlüssel halt mitnehmen. Sie können zusätzlich auch noch, wenn die Automaten, die Sicherungsautomaten ausgeschaltet sind, an den Sicherungen, an den Einsätzen, Schmelzsicherung rausdrehen, die Kappen, ganz wichtig, wieder zuschrauben. Ja, und die Sicherung am besten einstecken und nicht oben auf den Kasten stellen, weil es kann auch wieder sein, dass einer kommt und sagt, warum sind die Sicherungen da oben drauf, ich schraube die mal wieder rein. Ja, das wäre zu beachten. Und was Sie auch machen können, ein Hinweisschild aufhängen, ja. Dass Sie ja. draufschreiben, die Anlage wurde abgeschaltet, dass Sie ja. das mit Datum und Uhrzeit versehen und Ihrem Namen. Dass jeder, der jetzt, sage ich mal, weil gerade Schichtwechsel ist, die Leute, die nicht wissen, was ist da vor 2 Stunden vorgefallen, wissen, aha, Frau Gamadis ist hier am Arbeiten, Finger weg, wird nicht eingeschaltet. Okay. Das heißt, Sie kommen hin, Sie schalten ab und Sie sichern das wieder gegen Einschalten. Jetzt haben wir eine Störung an der elektrischen Anlage. Und wir wissen nicht, was ist für eine Störung haben wir. Das heißt, auch wenn Sie die Anlage abgeschaltet haben und sämtliche Automaten und Sicherungen oder relevanten Sicherungen entfernt haben, kann es immer noch sein, dass durch irgendwelche Brücken, durch die Nachbaranlage, Spannung an der Anlage ist. Also messen Sie nochmal mit Ihrem Spannungsprüfer. Also abschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und dann erst nochmal messen und Spannungsfreiheit feststellen. Um zu sehen, ob da Strom wirklich, fließt. Ob da wirklich keine Spannung mehr drauf ist. Ja. Das ist alles nur zu Ihrem eigenen Schutz und Ihrer Kollegen. Ja. Wenn Sie das gemacht haben, abgeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert, Spannungsfreiheit festgestellt haben, wird die Anlage noch, unser auf jeden Fall, weil die über 1000 Volt Anlagen haben, geerdet und kurz geschlossen. Damit Sie immer auf der sicheren Seite sind, falls irgendwelche Fehlerströme fließen sollten. Okay. Ja, gut. Das war jetzt schon der 4. Schritt. Jetzt haben wir noch einen. Das heißt, Sie haben abgeschaltet, Sie haben gegen Wiedereinschalten gesichert, Sie haben Spannungsfreiheit festgestellt,
und Sie haben die Anlage geerdet und kurz geschlossen. Jetzt ist der Bereich, wo Sie arbeiten, ich sage das mal, gesichert. So. Jetzt kann es natürlich sein, dass rechts und links von Ihnen immer noch spannungsführende Teile sind, weil Sie ja nur einen Teil der Anlage außer Betrieb gesetzt haben. Also müssen Sie sich noch schützen, indem Sie benachbarte Teile, die noch unter Spannung sind, abschranken oder abschotten in Form von Gummimatten, irgendwelchen Vorhängen, alles, was nicht leitet, damit Sie sich absichern. Weil es kann ja immer noch sein, Sie arbeiten, rutschen mal mit einem Schraubenschlüssel ab, der Arm geht nach draußen, Sie kommen an eine Phase und schon ist das Schlimme wieder passiert. Ja? Das heißt, Sie haben also die Anlage, wenn Sie gekommen sind, freigeschaltet bzw. abgeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert. Ja? Dann messen Sie wirklich nochmal nach, ob die Anlage spannungsfrei ist. Ja. Dann erden und kurzschließen. Und benachbarte Teile, rechts, links, oben, unten, die noch Spannung führen könnten, abschranken oder abschotten. Ja? Und jetzt spielen wir das Ganze nochmal durch. Telefon klingelt, Frau Gamadis, kommen Sie schnell, Anlage C, läuft nicht. Störung. Sie kommen dorthin. Was machen Sie als erstes? Die Anlage abschalten. Richtig, ja. Zweitens, sichern gegen Wiedereinschalten. Genau, in Form von Schildern. In Form von Schildern? Ja, was sollte da draufstehen dann auf die Schilder? Ja, dass die Anlage ausgeschaltet ist. Ja. Mein Name drauf. Genau, das ist wann das ausgeschaltet wurde. Richtig. Ja. Drittens ist Sicherung. Entschuldigung, vielleicht noch mit dem Datum, dass man auch wirklich weiß, es ist aktuell. Ja. Ja. Aber also ansonsten haben Sie es genau richtig erkannt. Genau, ja. Uhrzeit und Datum. Ja. Drittens sichern gegen Wiedereinschalten. Ja, das war das jetzt, genau. Abschalten. Ja. Dann, ja. Viertens. Nee, jetzt kommt erst drittens. Ach so. Sie haben ja die Anlage abgeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert. Und jetzt überprüfen Sie nochmal, um hundertprozentig sicher zu sein, ob. Noch neben Spannungsprüfer, ob kein Strom mehr fließt. Genau. Ja. Nochmal durchmessen, ob die Anlage wirklich spannungsfrei ist. Richtig, ja. Ja. Dann kommt das vierte. Was war das mit den Erden und Kurzschließen? Erden und Kurzschließen. Genau. Die, wie heißen die jetzt nochmal? Die Sicherung? Nee, das habe ich schon gemacht. Das haben Sie schon das gemacht. Das habe ich schon gemacht. Ja. Nein, das habe ich jetzt durcheinander gebracht. Das vierte. Ja. Nochmal eine Hilfe, bitte. Ja, das vierte war ja das Erden und Kurzschließen, hatten Sie gerade schon richtig gesagt. Ja. Damit Sie immer gesichert sind, falls irgendwas noch schief gehen sollte und zum Fließen kommen, damit die Anlage geerdet ist. Und das fünfte ist nochmal mit dem Prüfen, ob rechts und links Anlagen bzw. oben und unten irgendwelche Ströme noch fließen. Ströme noch fließen, da müssen Sie sich ja sichern, in Form von irgendwelchen mit Messgeräten, ne? Ich messe dann nochmal, ob da. Nee, das tun Sie abschotten und abschranken. Abschotten und abschranken. Ja, indem Sie irgendwelche Trennwände erstellen, die natürlich nicht leitend sind. Das nützt also nichts. Ja, genau, das war das mit den Gummimatten sichern. Zum Beispiel Gummimatten, Holzbretter, was gerade zur Hand ist. Das, was nicht stromleitend ist. Genau, damit Sie. Genau, das war wichtig. Und ich habe da jetzt für Sie nochmal ein kleines Arbeitsblatt, wo Sie sich das noch einmal notieren. Dann wir mal schauen, die fünf Regeln, die habe ich hier nummeriert. Ja. Habe jetzt allerdings die nacheinander folgenden Sicherheitsregeln ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ja. Und die suchen Sie jetzt nochmal von 1 bis 5 selber raus, schreiben sich die hin und am besten legen Sie sich auch diesen Zettel dann in die Werkzeugkiste, damit Sie den immer direkt griffbereit haben, falls mal was kommen sollte. Ja, ja. Gut, gebe ich Ihnen mal was zu schreiben. Also Regel Nummer 1 ist, Sie kommen an eine Störung, an eine Anlage an. Das Erste, was Sie machen, ist Freischalten. Freischalten und abschalten. Genau. Freischalten und abschalten, ja. Schreiben Sie das einmal dorthin. Ja. Genau. Ja. Jetzt haben Sie die Anlage freigeschaltet. Ja. Das zweite ist, wenn
die Spannungsfreiheit feststellen. Ah, waren Sie einen Schritt zu weit. Erden und Kurz schließen. Nee, jetzt sind Sie zwei Schritte zu weit. Oh, gegen Wiedereinschalten sicher, genau, natürlich. Genau, Frau Gamalis. Ja. Gegen Wiedereinschalten sichern, in Form von Abschließen des Hauptschalters in dem Kästchen. Ja. Oder mit der Tafel noch zusätzlich, dass jeder weiß, genau, wann das abgeschaltet wurde, Datum mit Unterschrift. Ja, das wäre dann der Idealfall, wenn das alles dann so ist. Ne? Dann ist das für jeden ersichtlich. Ja. Ja, jetzt haben Sie die Anlage freigeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert. Und jetzt kommen Sie nochmal mit Ihrem Spannungsprüfer und machen dann was? Die Spannungsfreiheit feststellen. Genau. Mhm. Dass da wirklich keine Spannung mehr vorhanden ist, dort, wo Sie jetzt vorhaben zu arbeiten. Ja. So, wenn Sie die drei Schritte schon befolgt haben, dann kommen noch zwei. Das vorletzte, beziehungsweise das vierte, ist dann das Erden und Kurzschließen. Genau, richtig. Ja. Und als letztes, doch nicht als unwichtigstes, die benachbarten Teile abschotten oder abschranken. Genau. Falls Sie mal abrutschen mit dem Werkzeug, ne, damit Ihnen nichts passiert. Abschotten oder abschranken. Ja, mit Gummimatten oder mit Holz, Holzwänden. Genau, hauptsächlich leiten. Ist richtig. Oder abschranken. Ja. Gut. Ich sehe, das haben Sie auch schon recht gut verinnerlicht und es ist mir wirklich sehr wichtig, dass Sie diese fünf Regeln beherzigen. Am besten immer wieder mal durchlesen, wenn Sie die Werkzeugkiste offen haben. Ein-, zweimal am Tag sich den Zettel nehmen, draufsehen und dann wird das schon sein. Das Arbeitsblatt sichert mir auch selbst den richtigen Ablauf, um diese Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln einzuhalten. Genau. Aber ich gehe sehr stark davon aus, und so wie ich Sie kenne, dass wenn spätestens bei der zweiten Störung brauchen Sie das nicht mehr und dann ist das so verinnerlicht, dass Sie das aus dem FF machen. Wir werden das auch so machen, Frau Gamalis, bei der nächsten Störung, die hier bei uns im Betrieb ist, werden wir beide mal zusammen dorthin gehen und unter diesen fünf Sicherheitsregeln werden wir beide dann mal, wenn wir die beachten, die Störung beheben. Ja? Dass wir das dann auch mal lernen am Arbeitsplatz zur Vertiefung und weil so ein Stück Papier ist immer, ne, wissen Sie selber, und wenn man dann das nochmal vor Ort macht, dann ist das kein Problem. Aber wenn Sie das beherzigen, wird sowas Schlimmes, was gestern halt passiert ist, Ihnen auf keinen Fall passieren. Ja, gut, da freue ich mich drauf und das finde ich auch sehr interessant. Gut, dann würde ich sagen, wir schieben jetzt eine kleine Pause ein und sehen uns in 10 Minuten in der Ausbildungswerkstatt wieder. Okay. Ja? Okay. Ja? Bis gleich. Bis gleich.